Hier präsentieren wir die 5 besten Schlagbohrmaschinen-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Black Plus Decker KR654 Kresk Schlagbohrmaschine. Der Black Plus Decker KR654 Kresk ist ein ideales Werkzeug nicht nur zum Bohren, sondern auch zum Schrauben, zum Beispiel beim Aufbau des Möbels, denn dieses Modell hat ein sehr hohes Drehmoment. Des Weiteren macht die automatische Drehzahlsteuerung vollständige Kontrolle für das Schrauben möglich. Es ist aber daran zu denken, dass diese Bohrmaschine in erster Linie zum Bohren entwickelt wurde und dank hoher Leistung von 650 W macht sie ihre Arbeit einwandfrei. Diese Schlagbohrmaschine bearbeitet ohne Mühe sowohl Holz mit Bohrdurchmesser von 20 mm als auch Beton und Stahl mit Bohrdurchmesser von 13 mm. Für mühelose und ergebnisvolle Verarbeitung der harten Werkstoffe ist diese Bohrmaschine mit der Schlagbohrfunktion ausgerüstet. Nummer 4. Einhellschlagbohrmaschine TCI650E. Dank seiner breiten Anwendungsvielfalt, seiner langen Lebensdauer und seinem schlagfesten Gehäuse ist der Einhell TCI650E eine vortreffliche Variante. Dadurch, dass sein Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff besteht, können Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie diese Schlagbohrmaschine aus Ihren Händen zufällig fallen lassen. Mittels des Einstellrads kann die notwendige Drehzahl für die Anpassung an jedes Material vorgewählt werden. Das Schnellspannfutter ermöglicht einen leichten und mühelosen Wechsel von nötigen Werkzeugen. Das Gerät bietet die Leistung von 650 W, was dafür reicht, um einwandfrei mehrere Bohraufgaben rund um Haus lösen zu können. Um die Bohrungen mit höherem Durchmesser zu bohren, können die Bohrwerkzeuge von 1,5 13 mm in das Schnellspannfutter eingespannt werden. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Bohrschlagbohrmaschine PSB 500 W. Um eine Schlagbohrmaschine nicht nur im Haushalt zu verwenden, sondern auch diese draußen zu nutzen, soll sie die kompakten Abmessungen haben und transportfähig sein. Genau zu solchen Werkzeugen gehört die Schlagbohrmaschine Bosch PSB 500 W, die über geringes Gewicht von erst dem 6 kg verfügt und das bequeme Mitnehmen ermöglicht. Dank den weichen Auflagen ist der Hals der Bohrmaschine beim Arbeiten sehr bequem und außerdem besitzt sie eine gute Leistung und kann beim Bearbeiten von Holz, Beton und Stein eingesetzt werden. Das zweihülsige Schnellspannfutter sorgt für einen besonderen Komfort beim Arbeiten und ermöglicht damit einen schnellen Werkzeugwechsel. Was den Bohrdurchmesser angeht, so ist er maximal in Beton von 10 mm und in Stahl von 8 mm. Nummer 2. Makita HP 1641 Schlagbohrmaschine. Der Makita HP 1641 ist eine ideale Auswahl für die Lösung der alltäglichen Aufgaben im Haushalt wie Bohren von ein paar Löchern für die Montage eines Regals, eines Küchenhängeschrankes oder einfach eines neuen Gemäldes. Diese Schlagbohrmaschine hat ein kompaktes und bequemes Gehäuse, das den Halt des Werkzeuges mit einer Hand ermöglicht und dadurch kann das Bohren an schwer erreichbaren Stellen erfolgen. Dank hoher Leistung von 680 W können sowohl Holz und Stahl als auch Beton ohne Mühe bearbeitet werden. Obwohl der maximale Bohrdurchmesser beim Bohren von verschiedenen Materialien unterschiedlich ist, wurde dieses Werkzeug speziell für die Nutzung im Haushalt entwickelt. Außerdem kann die Schlagbohrfunktion bei der Bearbeitung solcher Materialien wie Mauerwerk oder Beton eingesetzt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 192 Re. Bei einer Hausrenovierung verwendet man mehrere unterschiedlichen Werkzeuge und wenn Sie die Werkzeuge von namenshaften Herstellern bevorzugen, beraten wir Ihnen eine Schlagbohrmaschine GSB 192 Re von Bosch. Da diese Schlagbohrmaschine hohe Leistung hat, so findet sie ihre Verwendung sowohl im Haushalt als auch unter Profis auf einer Baustelle.
Diese Bohrmaschine gehört zu den Schlagbohrmaschinen, die großartig Beton bearbeitet und ein Zweiganggetriebe mit Drehzahleinstellungen besitzt. So kann die passende Drehzahl zur Arbeit in verschiedenen Materialien vorgewählt werden. Des Weiteren können präzisere Löcher dank des hohen Drehmoments gebohrt werden, was bei der Arbeit in Holz von großer Bedeutung ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.